Servus Leute und recht herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gears 5 auf der Xbox Series X. Ich habe sie mir gegönnt und ja, ich bin echt, ja, ich kann ja nicht viel sagen, weil ich habe sie ja vorerst angemacht. Wir müssen erst mal gucken. Was ich ein bisschen komisch finde oder für mich ungewohnt ist, ist natürlich noch das Menü. Da muss ich mir erst noch dran gewöhnen und an den Controller natürlich. So, aber wie versprochen machen wir mit Gears 5 weiter. Ich hoffe mal, das geht jetzt auch schon. Er ist nämlich immer noch im Runterladen. Irgendwie lädt ja so langsam runter, keine Ahnung, obwohl der am Kabel hängt. Keine Ahnung, ich muss danach vielleicht mal in die Einstellung schauen. So, jetzt aber genug gesabbelt. Ich mach mal die Musik an. Und werde mal die Szene wechseln, Leute. So, da sind wir auch schon. Und ich würde sagen, Kampagne sieht gut aus. Wir starten mal rein. Was für ein Ding. Was? Starten Sie ein neues Kampagnenspiel mit einem beliebigen freischaltbaren Kapitel. Starten Sie eine neue Kampagne plus Spiel mit einem beliebigen freien Kapitel. Wir machen das hier, oder? Ich kenne mich nicht aus, Leute. Neuen Spielstand. Machen das hier mal. Lobby wird erstellt. Ich will keinen einladen. Ich will einfach zocken, Mage. Was ist hier los? Achso, ist es gar kein richtiges Story-Spiel oder wie? Wo man halt von Level zu Level kommt? Wir machen einfach mal. Akt 1, blinder Schuss. Kampagne starten. Okay. Was bisher geschah? Früher haben wir Chorsiedlungen beschützt. Jetzt überfallen wir eine. Non-Cons begehen halt Überfälle. Lieutenant, Sie waren fleißig. Unser Dorf hat seit Wochen keinen Strom. Wir brauchen diesen Fabrikator. Der verfluchte Fabrikator interessiert mich nicht. Sie entführen meine Leute. Was ist passiert? Die kurze Version. Die Chor ist auf dem Weg. Ihr habt versprochen, dass ihr den Fabrikator steht, ohne Jin zu provozieren. Das hat nichts mit dem Fabrikator zu tun. Was habt ihr getan? Jin beschuldigt uns, wir würden ihre Leute entführen. Was auch immer das bedeutet. Bringt den Fabrikator zum Kraftwerk und installiert den Wechselrichter. Du weißt, dass Jin zurückkommt, oder? Wir müssen hier weg, sofort. Mom! Kate, hör zu. Versteck dich und dann verschwinde. Okay. Hey, ihr wisst genauso gut wie ich, dass er uns helfen kann. Unser Dorf wurde angegriffen. Und meine Mutter wurde entführt. Entführt? Dad, du solltest dir das hier ansehen. Das ist übrigens mein erstes Leute, Gear. Ich habe noch nie Gear gespielt. Ihr lauft nicht vor der Chor davon. Ja, das entsprach nicht so ganz der Wahrheit. Wir müssen durch diese Festung zur verlassenen Osmium-Mine auf der anderen Seite. Weil die Korda nach dem Krieg ein paar tausend Locust-Leichen verschüttet hat. Wenn euer Schwarm mit den Maden zu tun hat, finden wir es dort heraus. Alter Schwede. Wir entführen Menschen und benutzen sie. Und wenn wir nicht zurückkommen, dann sind wir wohl auf uns allein gestellt. Das muss der Ort sein, wo diese Biester herkommen. Und wohin diese Häscher gehen? Mein Vater lebt. Und er ist da unten. Scheiße. James. In der Kapsel. Ich war in ihr.
ihrem Netzwerk. Dieser ganze verdammte Schwarm. Hier ist alles verbunden. Die Locusts sind nicht tot, James. Kate, deine Mutter. Sie lebt. Wo ist sie? Sie wird nicht wie die anderen behandelt. War das vom vierten Teil? Eine Kapsel. Ich weiß es nicht. Wenn ihr mich befreit, sterbe ich. Schon okay. Sie wollte, dass du sie bekommst. Die gehörte meiner Großmutter. Hab sie nie kennengelernt. Xbox Game Studios. Sehr cool gemacht. Kate ist nicht bereit für das. Sie kann ja kaum die Augen aufhalten. Mach dir keine Sorgen. Sie schafft das. Woher kenne ich die Stimme? Wow, schaut richtig nice aus. Fast bei Baird's Koordinaten. Willkommen in Azura. Wann hast du das letzte Mal geschlafen? Gestern nachts. Bestimmt 8 oder 9 Minuten, ja. Albträume? Wird es je besser? Es wird erträglich. Alles klar, legen wir mal los. Das habe ich in so einem Trailer schon mal gesehen hier. Kommt schon, wir müssen uns einhaken. Und wer springt zuerst? Immer dir die Frage. Definitiv nicht du. Dell, mir geht's gut, okay? Ja, ist schon klar. Oh. Scheiße. Danke, Dell. Sam, wir steigen aus. Der hat riesen Hände, Mensch. Wir warten hier oben auf euch. Große Scheiß aus Deckel. Wir sehen uns. Hey, Dave, kommst du? Okay, dann machen wir alles klar, Zentrale. Wir gehen Bildmachgerät an, Leute, dann geht's los. Echt jetzt? Ich habe einen Namen.
Regeln sind Regeln, Baird. Ich meine, zentral. Und wir brechen schon jetzt genug von ihnen. Was Jin nicht weiß, macht sie nicht heiß. Das ist meine Entscheidung, okay? Wenn es der Ministerpräsidentin nicht passt, kann sie mich ja anschreien. Vermutlich wird sie das sowieso tun. Sag uns einfach, wohin, Zentrale. Ich werde mein Bestes geben. Aber denk dran, da war seit 20 Jahren niemand mehr drin. Ja, ganz offensichtlich. Ihr sollt kein Haus kaufen, sondern... Azura, verlassene Forschungsanlage? Und laut deinen Informationen ist eins der Silos noch intakt, oder? Ja, soweit sie das beurteilen können. Bring Dave in einen Kontrollraum. Er regelt die Startsequenz. Okay, was haben wir an Knarren dabei? Lancer. Das sollte passen. Wir müssen ein bisschen umgucken hier. Boah, das Wasser sieht schon verdammt nice aus. Fischis. Okay. Okay, gucken Sie mal ein bisschen um. Rüberspringen? Nee. Okay, jetzt, hier geht's nicht weiter. Also eher lineales Level. Wie Open World, sag ich mal. Okay, Open World weiß ich Licht. Aber. Denk daran, auf dieser Insel gibt es eine große Locust-Grabstätte. Wenn sie schlüpfen, wird uns der Schwarm überrennen. Wie bitte? Das ist meine Art, zurück nach Azura zu kommen. Ja, aber wenn die Satelliten im Orbit sind, können wir dem Schwarm von dort aus einhalten. Hey, hey, komm zurück! Scheiße! Was zum Teufel? Wie durchsucht man einen Ort, der einstürzt? Schnell! Na los, über die Kante. Bells Plan, von hier einen Satelliten zu starten, das ist... bescheuert. Bescheuerte Pläne sind irgendwie Bells Spezialität. Woher wusste Bird überhaupt, dass es hier einen Satelliten gibt? Von meinem Dad. Vor seinem Tod hat er Bird in ein Parcours-Geheimnisse eingeweiht. Davon gibt's auf dieser Insel. Aber das ist, was mich ein bisschen stört jetzt schon an dem Spiel. Das ist irgendwie so. So richtig träge irgendwie. Also, keine Ahnung, das ist irgendwie. Vielleicht soll es so sein. Hier drüben könnte nützlich sein. Dave, bring! Ah, okay. Ist hier noch was? Bring zu Papa. Ach, mit Leichen hätte ich nicht gerechnet. Nur eine Handvoll hat es lebend aus Azura geschafft. Alles mit, was wir finden. Wellness-Werbeplakat. Sie sind es wert. Nur Sie können die Zukunft der Menschheit sichern. Sollten Sie einmal Angst, Zweifel oder Schuldgefühle plagen, dann stehen wir Ihnen rund um die Uhr mit professionellen Therapeuten für ein Gespräch zur Verfügung. Okay. Wir müssen da durch. Hatten Sie RB, um den Lancer Kettensäger anzugreifen?
Okay, los geht's. Dave, Impuls. Ah, okay. Was macht der Impuls? Bleib stehen, da kommen noch mehr. Alter, spiel du hier los, Bitch. Und dann sehen wir mal, was wir hier haben. Drücken Sie Y, um mit Dave nach Gegnern zu suchen. Ah, okay. Na, da sind sie. Schön, dass ich so wie sie hier. Die nischt hier. Nischt die, Mensch. Wie willst du das machen? Ich kümmere mich darum. I'm the best. Okay, schalten wir sie aus. Geht in Deckung. Vorsicht. Anhöhe links. Flankiert sie. Splittergranate wird mehr Drohnen! Der ist tot! Los, vorwärts! Nur noch einer übrig! Frankwurf! Ja, hab mich gebracht. Das waren alle. Dad, es ist bestätigt. Die Azura-Grabstätte ist aktiv. Scheiße. Okay, komm nur in der Luft. Sag Bescheid, wenn ihr Verstärkung braucht. Nehmen wir Munition mit. Im Griff, Delta Ende. Kommt schon, wir müssen eins der Silos finden, wenn der Schwarm sie nicht schon alle zerstört hat. Hey, ich denke, wir können hier runter. Lass ich einfach gucken. Ein bisschen Munition. Ah, warte mal, können wir das mit ihm hier holen? Dave, bring! Ah, sehr nice! Jetzt geht's ein bisschen schneller hier. Mist, tut mir leid. Tja, okay, diese Kopfschmerzen sind. Mir geht's gut, okay? Finden wir das Silo. Okay, irgendwas hat sie. Protokoll. Du siehst nicht gut aus. Gut schon. Zu viele aktive Schwärme. Hier sind überall Grabstätten geschlüpft. Ein Grund mehr, den Hammer online zu bringen. Hoffentlich sieht Jin das auch so. Impuls. Okay, scheint nichts zu sein. Nein, die will ich nicht. Nimm das! Lass mal die Muppel nach hier. Sie kommen auf dem Nestor!
den Weg aus. Nest zerstört! Hab dich! Okay, alle erledigt. Leute, wir sind in einem Silo. Baird, wir haben eines der Silos gefunden. Aber es ist zerstört. Tja, da sind noch zwei. Eines funktioniert noch. Ich hoffe, du hast recht. Wir haben den Krieg schon einmal auf dieser Insel beendet. Mit dem Hammer-Satelliten schaffen wir das nochmal. Das ist der Plan, Kumpel. Zentrale Ende. Haben wir einen Weg oder so? Okay, scheint es auch nicht reinzugehen, also wird es hier weitergehen. Geradeaus geht's nicht. Wie groß ist diese Raketenbasis eigentlich? Finden wir's raus. Ihr geht nach rechts, Markus und ich nach links. Wir finden diese Silos. Und gut. Bleibt aber in Kontakt. Bist du dir sicher? Zwei Silos, zwei Wege. Hast du eine bessere Idee? Ja, hier wird's reingehen, okay. Retro-Lancer. Na, das machen wir nicht. Das machen wir mal nicht. Dill, die Luke! Spring runter! Okay. Sieht aus wie eine Art Abluft-Truck. Aber kommt er von einem Silo? Nur ein Weg, das rauszufinden. Alter, wo? Alter, wie los, Mensch? Action hier. Action Jacks. Sau cool. Dieses Schleusentor ist wohl der Weg hier raus. Ach da, Welt, Ziel, sagt er was. Dave, kannst du es öffnen?
Mann, wisst ihr was? Wenn die das hier in einen Schwarmstock verwandeln wollen, dann lasst sie doch. Eine Insel, hunderte Meilen von der Küste entfernt. Aha. Stellen wir sicher, dass das erst passiert, nachdem wir weg sind. Seht ihr, Dave versteht's. Okay, auf. Und abwärts. So viel zum Thema Silo. Okay, nehmen wir wieder gut Munition. Hier durch. Oh Mann, wir sind nicht allein. Okay, da oben sind die anderen. James, wir sind über dir. Ich sehe dich. Wir leisten von hier oben Unterstützung, wenn es brenzlig wird. Sag uns, auf wen wir zielen sollen. Halten wir den Knopf und drücken sie. Wenn der Gegner zieht, um diesen zu markieren, okay. Ich hab mein Ziel. Ziel auf die Drohne. Ich finde zuerst die Drohne aus. Jetzt Feuer öffnen! Okay. Blink! Zielt auf die Drohne! Für mich! Frag raus! Okay, da haben wir gar nicht so viel. Feuer auf die Drohne konzentrieren! Okay. Impuls! Oh Mann, ich bin getroffen. Ich verblute hier. Ach, falsch Knopf. Das ist, was ich meine, die Knöpfe doch nicht ganz klar kommen. Anderen überhaupt? Oben sind noch welche. Ihr zwei geht vor. Verstanden. Vorsicht, Schwarm! Oh, Scheiße, Träger!
Verstärkung brauchen! Euer Kondor ist fast in Reichweite, Delta. Okay, Verstärkung unterwegs. Ich habe Beschützer oder DA-1. Was soll das sein? Keine Ahnung. Alter! Hier können wir auch nicht hoch. Aktuellen Kontrollpunkt neu laden. Okay, probieren wir es nochmal. Vorsicht, Schwarm! Oh, scheiße, Träger! Zentrale, wir könnten jetzt diese Verstärkung brauchen! Euer Kondor ist fast in Reichweite, Delta! Okay, Verstärkung unterwegs. Ich habe Beschützer oder DA-1er. Was darf sein? Lange genug gedauert, Mate. Der Träger ist erledigt. Danke für die Hilfe. Dibis, einer sichert das Gebiet, einer kommt mit. Los jetzt! Ich denke, dass wir hier hoch müssen. Nope, ist zu. Wir müssen sie irgendwie aufkriegen. Mich hier irgendwo rein. Okay. Dave, Impuls! Dave, die Schalter! Okay. Seltsame Taten. Streng geheimes Zeug. Soweit ich weiß, öffnet er eine Tür. Er macht noch viel mehr als das. Naja, zumindest ist die Tür offen. Danke, Dave. Also, die Daten, die Dave runtergeladen hat. Da ist ein Riesenloch an der höchsten Sicherheitsstufe. Was hat das mit der Mission zu tun? Nichts. Aber jetzt muss ich es wissen. Was auch immer fehlt, wurde aus dem Netzwerk genommen. Wer ist denn dazu autorisiert? Damals nur der Kommandant der Einrichtung. Sucht sein Büro und seht euch um. Okay. Roger. Okay. Das scheint nichts mehr zu sein. Umgebung wird gescannt. Alte niederwertige Core-Technologie gefunden. Ach, komm schon. Das ist fies. Core-Marken, gefallen Asura-Gear.
Okay. Lieutenant, es ist eine Freude, an Ihrer Seite zu dienen. Der sieht schon ein bisschen verfault aus. Mir scheint es nicht weiterzugehen. Wie lange so ein Akt überhaupt hier geht. Sieht doch komisch aus. Komplett aufgespießt. Was ist denn das? Ein Selbstschuss-Ding. Okay. Splittergranate? Ich hab hier was. Okay, ein Haufen Munition auf jeden Fall. Granaten sind wir voll. Retrolenzer. Ich weiß nicht, wie die ist. Ach komm, wir probieren es einfach mal. Sollte passen. Okay, die kann man nicht mehr aufnehmen. Okay, suchen wir jetzt das Büro. Aber warte mal, wenn ich jetzt hier... Okay, wir sind voll. Na, hier waren wir schon. Okay, von da sind wir gekommen. Alter! Scharfschützengewehr wäre jetzt geil. Drohne!
Alter Schwede. Ah, da, geschafft. Und jetzt suchen wir das Büro. Wie sieht das Büro eines Kommandanten so einer Anlage aus? Keine Ahnung, eine große Tür, Namensschild, vielleicht steht Kommandant drauf. Das klingt logisch. Gar nicht so einfach, muss ich sagen. Nicht das Büro des Kommandanten. Aber wir schauen mal, ob es irgendwas gibt. Einsatzautorisierung für Leichtmassenrakete. Dell hier. Sieht wie ein Befehl von ganz oben für den Einsatz der Leichtmassenrakete aus. Das Datum passt ungefähr zum Ende der Pendulumkriege. Aber warum wurde das Ding auf Waska abgefeuert? Das war doch kein UR-Start. Okay. Das Büro des Kommandanten ist hier drüben. Die Tür ist versperrt. Okay, müssen wir einen anderen Weg reingehen. Man kann den hier runterspringen. Das ist es wohl nicht. Vielleicht lässt sich die Tür von innen öffnen. Lassen wir Dave reingehen. Ja, wie? Wie kann der da rein? Such nach einem Lüftungsschacht oder so. Er muss groß genug für Dave sein. Und da, hier. Durch die Lüftung. Such eine Möglichkeit, die Tür zu öffnen. Also, okay. Bird will verschollene Daten. Wie sehen die denn aus? Nun, wenn sie aus dem Netzwerk genommen wurden, sind sie jetzt wohl auf einem externen Laufwerk. Sehr gut, Dave. Hammer der Morgenröte, Schema der UUR oder UR. Technische Pläne für die Konstruktion des Hammers der Morgenröte, einer orbitalen Strahlenwaffe. Einst entschied diese Waffe über das Schicksal von Nationen und Spezien gleichermaßen. Kommandanten, sehen wir uns um. Okay, was soll das sein? Passender Ort für geheime Daten. Hey Zentrale, gute Neuigkeiten. Wir haben die Festplatte. Danke, Delta. Hey, wisst ihr, was toll wäre? Etwas Unterstützung. Was? Wo bist du? Das Silo. Wir haben es gefunden. Und sie überrennen uns. Ach, Scheiße, wir sind auf dem Weg. Boomshot. Hab sie. Die heben wir aber mal auf, die Boomshot. Scheiße, das war kein Witz.
Dann lassen wir euch mal 5 Minuten allein. Ja, echt zum Totlachen. Hilft uns einfach, sie loszuwerden. Ziel erledigt. Ja. Drop Shot. Bist du schon wieder? Rakete intakt? Das ist er. Das glaubst du denn nicht? Gut. Findet einfach einen Port, in den sich Dave einklinken kann. Wenn er passt, leitet er den Start ein. Das ist für mich. Okay. Wir haben einfach nur Glück, dass der Schwarm sie nicht zerstört hat. Dave, bring! Markus, du kennst Jin doch ziemlich gut. Wie wütend wird sie sein, wenn wir das Ding starten? Ich glaube, irgendwo zwischen Geschwür und Aneurysma. Damit kann ich leben. Wo sind wir jetzt hin? Keinen Weg weiter zu gehen. Verbinden wir Dave mit der Steuerung. Es gehört ganz dir. Zentrale, ihr seid drin. Beginnt mit der Startsequenz. Erste Stufe unter Druck. Start eingeleitet. Trailer. Delta, Trailer. Wir haben ein Problem. Die Luke des Silos. Sie klemmt. Ach, natürlich. Schien mir auch alles zu einfach. Bert, Optionen. Darkstar, die Schutztüren halten keiner explodierenden Rakete stand. Alles klar, dann raus. Los! Kernhydraulik-Energie aktiv. Nein! Wir öffnen diese Luke! Was? Kleiner, hör auf deinen alten Herrn, ihr müsst da raus! Wir sind hier, um das durchzuziehen. Also ziehen wir es durch. Zum Test eingeleitet. Dave, komm mit! Zündung Triebwerk 1. James! Mann, ich muss endlich aufhören, dir nachzulaufen. Viel Glück damit. Öffnen wir diese Luke. Und was jetzt? Keine Ahnung. Es muss oben einen Überbrückungsschalter geben. Kämpfen wir uns nach oben. Scheiße, beeilen wir uns. Kein Scheiß. Wir müssen über diesen Abgrund!
Dave, lass die Plattform runter! Das fällt nicht gut. Nein, ist es nicht! Alter Spieler. Oder dass ich zu langsam bin. Auf die Hucke hier! Es regnet ganz verdammt Alarm! In ein paar Sekunden ist das frei! Scheiße! Alter Schwede! Scheiße! Komm schon. 15 Sekunden bis zum Start. Wir müssen los. Du bist ja auf den Kopf drauf gesprungen. 10 Sekunden bis zum Start. Hey! Wir haben keine Zeit. Komm schon. Nein! Dave ist noch da draußen. Wen juckt das? Er ist ein Roboter. Ist das seine Schuld? 2. Start. Echt unfassbar. Papa ist böse. Sam, du kannst uns abholen. James, soll ich zuerst mit Jin sprechen? Vor der Besprechung die Wogen glätten? Hey, wird Sergeant Phoenix jetzt etwa diplomatisch? Du kannst es nennen, wie du willst, aber es herrscht Krieg, auch wenn es sich noch nicht so anfühlt.
Wir brauchen eine gemeinsame Front. Ja, wenn du meinst, dass es hilft, klar. Ich wünschte, du wärst im Silo auch so vernünftig gewesen. Hey, es hat geklappt, oder? Hör mal, James, kleiner Ratschlag. Du musst dich niemandem beweisen. Mach deinen Job. Dad, ich bin ein notwendiges Risiko. Notwendig heißt, dass es keine andere Wahl gibt. Die gab es aber schon. Und das weißt du. Was war das denn? Was denkst du? Sie selber, alte Leier. Hey! Er sorgt sich halt einfach um dich. Ja, damit kennst du dich wohl entschieden besser aus als ich. Okay, ja, wir gehen schon mal rein. Los, Dave. Das war gerade echt mies. Ja. Tut mir leid. Die Sache ist die. Ihr zwei seid euch ähnlicher, als ihr je zugeben würdet. Du hast die Daten vor dir, Damon. Was? Das war's? Ich dachte, der neue Satellit würde sich automatisch mit den alten verbinden. Er findet sie nicht. Ohne regelmäßige Planung durch die Zentrale nimmt die Genauigkeit stetig ab. Vielen Dank, Iris. Deine Intonation stimmt nicht mit der wörtlichen Bedeutung überein. Du dankst mir also nicht wirklich. Sei bitte ruhig. Tja, ich kann die anderen Satelliten für den Hammer immer noch nicht finden. Aber immerhin habe ich aus Versehen eine KI erschaffen, die Sarkasmus versteht. Hier, die Festplatte, die du haben wolltest. Vielleicht hilft sie dir. Um Satelliten zu finden? Wohl kaum. Aber ich sehe mal nach. Sekunde mal. War das dann alles umsonst? Oh, er wird schon feuern. Aber mit nur einem funktionierenden Satelliten ist der Strahl schwer zu kontrollieren. Was ist mit Dave los? Dave hat ein paar Probleme. Welche Art Probleme? Oh. Die Art. Das werde ich bestimmt noch bereuen. Okay. Leute, sagt Hallo zum neuen Jack. Wann hast du die Zeit gehabt, das zu bauen? Wann ich Zeit hatte, das zu bauen? Das ist eben mein Ding. Ich sitze hier und baue Sachen, die ihr nicht wertschätzt und unweigerlich zerstört. Okay, was gibt's Neues an ihm? Völlig neue Verhaltensweisen. Verbesserter Scanner, erweiterte Kampf- und Unterstützungsmodule. Er ist wirklich einzigartig. Mhm. Und? Und er gehört euch. Wenn ihr mich jetzt entschuldigt, ich muss noch eine Milliarde uralte Satelliten finden. Damon, es fehlen nur 15 Satelliten. Danke, Iris. Noch mehr Sarkasmus für deine wachsende Bibliothek. Bevor wir loslegen, Damon, das Kampfmodul, das du so genial entworfen hast, ist jetzt bereit. Und genial war dabei sarkastisch gemeint. Kam das an? Mir nach. Ihr solltet das neue Modul gleich ausrüsten. Es macht Jack gefechtsfähig. Oh, das wird ein Spaß. Okay, Leute, das würde ich sagen, schauen wir uns aber in der nächsten Folge an. War gar nicht so schlecht, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, das Game. Liegt wahrscheinlich auch ein bisschen an mir, weil ich den Controller nicht gewohnt bin. Aber wir schauen auf jeden Fall weiter, wie es das Spiel weitergeht, genau. Und das natürlich in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch ruhig ein Like, Kommentar oder auch Abo da. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao, reingehauen. Euer Andi.